Hi bei Selbstversorgung modern und einfach. Heute möchte ich ein kleines Video ins Netz stellen mal wieder. Und es geht einmal heute um den Rückblick des Gartens im letzten Jahr, wie das so gewesen ist, welche Erfolge ich hatte, welche Misserfolge und was ich für dieses Jahr daraus gelernt habe. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man dann Änderungen durchzieht, die einen dann in der eigenen Entwicklung voranbringen. Ja, dann wollen wir mal schauen. Darüber werde ich jetzt erstmal sprechen und dann zeige ich euch noch, was ich zurzeit im Garten alles mache und was für Arbeiten anfallen. Der Knoblauch ist ja schon im Januar gesetzt worden. Jetzt haben wir Ende März und ich bin ein bisschen spät dran, aber das macht nicht so viel aus. Ich werde jetzt die Zwiebeln pflanzen. Das ist eine Arbeit, die jetzt im Garten anfällt und demnächst werde ich Sommerweizen aussehen. Ja, was war schlecht im letzten Jahr? Was war gut im letzten Jahr? Was mir sehr in Erinnerung ist, ist das Thema Getreide. Ich hatte letztes Jahr Sommertritikale ausgesät. Das ist eine Mischung aus Roggen und Weizen, in der Hoffnung, meine Ernteerträge zu erhöhen. Und ich hatte Nackthafer ausgesät, in der Hoffnung, von diesem Nackthafer dann meine Haferflocken beziehen zu können. Resultat von beiden war nicht so gut. Die Ernte war gut, aber das Problem war beim Hafer wiederum, den Hafer von den Spelzen zu trennen. Das war so gut wie unmöglich und da habe ich bisher keine Lösung gefunden, obwohl ich gedacht habe, der Nackthafer, wie der Name das sonst schon sagt, der würde mir die Trennung des Hafers von den Spelzen erleichtern. Aber so war es nicht und deswegen bin ich jetzt davon abgekommen, Hafer zu pflanzen, weil ich einfach keine Lösung für dieses Problem gefunden habe im letzten Jahr. Das war noch eine offene Frage, die häufig von euch an mich gestellt worden ist. Die wollte ich jetzt doch nochmal geklärt haben. Die Sommertritikale hat sich auch nicht bewährt. Es war so, dass die Ernte auch gut war, aber ebenfalls das Problem, wie kriege ich das Korn aus den Spelzen heraus, das gestaltete sich auch sehr schwierig. Ich habe dann einen Weg gefunden, aber das war doch sehr komplex, sehr aufwendig. Deswegen bin ich dazu übergegangen, dieses Jahr das anders zu machen. Ich werde wieder auf den Sommerweizen zurückkommen. Sommerweizen sagt das Wort schon. Winterweizen wird ja im Herbst schon ausgesät. Und der Sommerweizen, den sät man jetzt um diese Jahreszeit aus, Ende März. Und das werde ich tun. Und aus diesem Weizen mache ich dann auch mein Brot. Und ich habe schon verschiedene Erfahrungen mit dem Sommerweizen sammeln dürfen. Und da ist die Trennung des Korns von den Spelzen doch recht einfach. Insofern, Getreide zeichnet sich ab, dass ich da zunehmend nur Sommerweizen pflanzen werde. Abgesehen von Mais. Bei Mais habe ich im letzten Jahr neue Sorten ausprobiert. Popcorn-Mais, Polenta-Mais, spezielle Sorte. Das war alles nicht so erfolgreich. Nicht sehr zufriedenstellend. Ich hatte eine Ernte, aber die war nicht so stark, wie ich das erhofft hatte. Und ich habe jetzt zwei neue Sorten Mais wieder rausgesucht. Einmal ein Zuckermais, mit dem ich in den ursprünglichen Jahren schon gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist der Zuckermais Golden Bantam, so heißt der. Könnt ihr das sehen hier? Das habe ich beim Bingenheimer Saatgut geholt. Mit dem habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Und die haben mir noch eine andere Zuckermais-Sorte mitgeschickt. Das ist die Metzdicea Mais. Guckt euch das mal an. Das werde ich auch probieren. Also zwei verschiedene Sorten von Zuckermais. Und für mich ganz wichtig auch als Lebensgrundlage, halt Kohlenhydrate zu erzeugen im Garten als konzentriertes Lebensmittel mit hohen Kalorienanzahlen, ist natürlich die Frage, zum Beispiel auch Mais. Da nehme ich Polenta-Mais und da habe ich jetzt mal den Versuch unternommen, eine Sorte zu nehmen, die nennt sich Polenta-Mais Abenaki. Guckt euch das mal an. Das ist von der Firma deaflora.de und die müssen vorgezogen werden, Aussaat Freiland ab Mitte Mai. Da bin ich ganz gespannt und das soll eine kräftig wachsende Sorte sein, die hohen Ertrag bringt. Das ist für mich immer wichtig. Und wenn man dann Polenta Mais zur Verfügung hat tatsächlich, den kann man gut einlagern, genauso wie Sommerweizen. Der Zuckermais ist für den Frischverzehr.
Der ist auch immer sehr, sehr lecker. Und so hat man halt eine gute Möglichkeit, neben den Kartoffeln wertvolle Kulturen anzubauen, die sich sehr gut lagern lassen und einen gut über das Jahr mit Kalorien versorgen können. Ja, so viel zu dem Getreide. Ansonsten wuchs eigentlich alles relativ gut. Es war ja doch ein heißer, trockener Sommer. Was sich sehr gut bewährt hat, waren die Einlegegurken im Vorgebirgstraum. Die waren richtig cool, die kann ich auch empfehlen. Dann der Palmkohl war toll, Rosenkohl und so weiter, das wuchs alles wunderbar. Kann ich noch irgendwas hervorheben? Das waren für mich so die Erkenntnisse. Und tatsächlich wuchs der Kohl auch so stark, dass ich zum Beispiel jetzt den Abstand für verschiedene Sorten vergrößern würde. Blumenkohl und Rotkohl würde ich weiterhin im Abstand von 50 x 50 cm pflanzen. Aber so große Pflanzen wie Rosenkohl oder Grünkohl, da würde ich tatsächlich jetzt, damit die wirklich genug Platz haben, um sich zu entwickeln, 1 Quadratmeter pro Pflanze nehmen. Das hat sich gezeigt, dass aufgrund meiner doch besonderen Düngungsart das Wachstum sehr stark ist und die Pflanzen, die brauchen dann einfach mehr Platz. Und ansonsten, wie gehabt, die Sonnenblumen liebe ich natürlich, habe ich auch sehr geliebt, finde ich ganz toll, Bienen, Hummeln und so weiter. Aber auch da ist es mir nicht gelungen, die inneren Körner von der äußeren Schale zu trennen. Insofern werde ich mich da ein bisschen mit zurückhalten, werde dafür nicht mehr so viel Platz brauchen und ich werde die Sonnenblumen dann nur noch für die Bienen und Hummeln pflanzen. Und vielleicht fällt mir mal eine Lösung für das Problem der Trennung des Kernes von der Schale irgendwie in den Schoß und ich weiß dann auch, was ich damit anfangen kann. Die Tage werden länger, die ersten Krokusse blühen und auch andere Kräuter, wie hier zum Beispiel das Lungkraut, auch Gundermann genannt, die sind jetzt auch schon am Blühen und natürlich darf und dürfen nicht die Gänseblümchen fehlen. Sie sind die Frühjahrsboten. Die nächste Arbeit bei mir im Garten ist der Anbau von Zwiebeln. Hier seht ihr die Stuttgarter Riesen. Meistens benutze ich 2 Netze davon. Diese Netze werden geöffnet und in einen Behälter gepackt, so dass ich sie besser greifen kann, wenn ich sie auspflanze. Und hier könnt ihr sehen, wie ich den Boden vorbereite, mit einer Grabeforke alles umgrabe. Denn das ist immer wichtig, dass der Boden gut vorbereitet ist, tiefgründig. Und das hilft, den ersten Unkrautwuchs auch besser zu kontrollieren. Sieht man schön, wie einfach doch diese Gabel in die Erde eindringt und dieses Umgraben dann auch erleichtert. Und ab und zu findet man dann Unkraut, das man dabei entfernen kann bei dieser Arbeit. Und zurück bleibt ein wirklich tief aufgelockerter Boden. Hier haben wir ca. 2 Quadratmeter an Fläche, die ich vorbereitet habe. Hier kann man das nochmal sehen. Rechts sind Netze, die ich dazu brauche, die später vorbereitete Fläche abzudecken. Hier ziehe ich rein mit einer Hake. Die Reihen sind ca. 5 cm tief und dienen der besseren Orientierung. In etwa einen Abstand von 15 cm zueinander haben diese Reihen und dann nehme ich halt in einer Hand immer ein paar Zwiebeln und setze diese dann in diese Reihen hinein mit einem Abstand von mehr oder weniger 5 bis 10 cm, eher 10 cm. Wenn man bedenkt, dass ein Reihenabstand von 15 cm vorgesehen ist, so hat man ca. 6 Reihen pro Quadratmeter. Und wenn man die Zwiebeln in 10 cm Abstand zueinander setzt, dann hat man 60 Zwiebeln pro Quadratmeter. Wenn eine Zwiebel einen Durchschnittsertrag von 100 Gramm erbringt, so erntet man hiermit 6 Kilogramm Zwiebeln pro Quadratmeter. Das ist eine enorme Menge. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie die Zwiebeln gesteckt werden. In einem relativen Abstand zueinander, halt von 10 cm innerhalb der Reihe. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist
und die Zwiebel, die kleinen Zwiebeln noch nicht bedeckt sind. Sind die Zwiebeln gesteckt? Hier habe ich noch mal eine Videoaufnahme gemacht, damit man mal einen Eindruck vom Abstand der Pflanzen zueinander bekommt. Sind die Zwiebeln gesteckt, so werden sie mit der Erde, die durch das Ziehen der Gräben an der Seite sich befindet, zugedeckt. Dabei wird die Hake umgedreht und mit dem Rücken wird diese Erde verschoben. Und ganz am Schluss natürlich kommt das Netz darüber, damit die Hühner auch weiterhin den Auslauf im großen Gemüsegarten genießen können. Hier ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Im Garten fallen im Frühjahr und im Herbst immer wieder größere Mengen an Obstbaumschnitt, an Heckenschnitt an. Hier schneide ich zum Beispiel die Weinreben. Da fällt dann doch einiges an Obstgeholz, an Obstschnitt und Weinrebenschnitt an und auch andere Äste und so weiter. Und die Frage ist natürlich im Garten, was man damit machen kann. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich damit mache. Ist erstmal diese Abfälle. Hier sieht man auch ein bisschen Efeu dabei, Weinreben und Obstbaumschnitt. Die trage ich erstmal weg, hinten in meinen Garten hinein. Und dort habe ich einen Platz, wo sie angehäuft werden, also auf einem Haufen angebracht werden. Na, wo bin ich da? Da bin ich. Und dieser Haufen, der wächst und wächst. Und den lasse ich jetzt vor sich hin trocknen, bis das Holz trocken genug ist und tatsächlich auf eine spezielle Art und Weise verbrannt werden kann. Denn durch die Verbrennung entsteht Holzkohle. Und diese Holzkohle, die wird dann bei mir in Bottichen gelagert, da seht ihr sie, und wird zum Beispiel für die Komposttoilette als Pulver benutzt oder auch für die Fruchtbarmachung des Gartens. Und hier habt ihr noch die Hühner. Ist natürlich problematisch. Die Hühner haben im ganzen Garten Auslauf und tatsächlich, die befinden sich auch manchmal direkt vor unserer Terrassentür, weil da Vogelfutter liegt. Und naja, das ist der Preis, den man dann manchmal dafür zahlt, dass man so herrliche Eier bekommt. Die ersten Blumen blühen im Garten, wunderschön, und auch tatsächlich die ersten Insekten sind zu sehen. Hier eine Narzisse, wunderschön das Gelb, finde ich. Und nicht zu vergessen, die ersten Weidenkätzchen blühen vor sich hin und die ersten Bienen sind da. So, jetzt wird erstmal ein Päuschen gemacht und ich genieße die Sonne. Denkt daran, wenn ihr dazu keine Zeit mehr in eurem Garten habt, dann macht ihr was falsch. Alles Gute von Selbstversorgung, modern und einfach. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.